Marokko ist das Land, wo die Wüste auf den Ozean trifft. Wenn man durch Agadir spaziert, hat man die Möglichkeit, bergauf oder bergab zu gehen. Von der Neustadt bis hin zur Mitte, in die Altstadt. Wobei die neue Bauweise leider die alte Bauweise verdrängt. Marokko ist das Land mit den wenigsten Ampeln. Dabei hat man an jeder zweiten Ecke einen Kreisverkehr, der sowohl Geschwindigkeit als den Verkehr selber regelt. Die meisten Einheimischen nutzen das Taxi. Das Taxi ist Verkehrsmittel Nummer 1. In Marokko wechselt jeder Einheimische die Taxen, wie Städtler die Buslinien. Jeder Stadtteil hat seinen eigenen Taxibahnhof. In Marokko fahren rote Taxis in der Neustadt, die blauen Taxen in der Altstadt und die gelben Taxen außerhalb der Stadt. In Marokko zahlt man mit Dirham. Es empfiehlt sich, Geld zu tauschen, bevor man einreist, denn die Einheimischen akzeptieren weder Euro noch Dollar. Den besten Tauschkurs hat man in Marokko bei der Post. Hier benötigt man allerdings Bargeld. Ausländische Kreditkarten werden nicht akzeptiert. Arganöl ist Marokkos Exportschlager Nummer 1. Selbst der Arganbaum ist Bestandteil der Nationalflagge. Rings um Agadir sieht man sämtliche Arganbaumplantagen. Verarbeitet hierbei wird die Argan-Nuss. Die Arganöl verarbeitenden Fabriken liegen in staatlicher Hand. Für die Touristen sitzen in jeder Fabrik alte Berberfrauen, die das Öl der Arganuss mahlen wie vor 150 Jahren. Heutzutage übernehmen natürlich moderne Maschinen die Verarbeitung des Arganöls. Hierbei wird Arganöl aus den Arganüssen kalt gepresst. Dieses dient der Kosmetikindustrie und der Speiseölzubereitung. Hinter mir ist der Berg und vor mir das Meer. Folgende Aufnahmen vom alten Markt in Agadir sind entstanden, wie ich jetzt bin. Ich bin dorthin ohne Kopftuch, ohne Schleier, ohne Netz und ohne doppelten Boden. Und wie man sieht, ist Marokko sicher. Hier bin ich nun im Altmarkt, im Zug in der Altstadt von Agadir. Hier kann man alles kaufen, von Möbelstücken angefangen bis zu Kleidung oder Lebensmittel. Hier hat man noch lokale Preise. Die Altstadt von Agadir ist aufgeteilt in verschiedene Distrikte. Hier leben die Muslime friedlich neben den Juden. Im jüdischen Distrikt kann man sogar Gold kaufen mit Zertifikat. Hier bin ich im Zug, Markt in der Neustadt. Hier kann man ausschließlich Lebensmittel kaufen, wobei die Lebensmittel den Touristen auch zu Touristenpreisen angeboten werden. Geschenke kauft man im Berberzug, dem Berbermarkt, in der Neustadt. Hier lohnt sich der Einkauf von Geschenken. Hier kann man alles erwerben, von Tajinen bis zu Lederhandtaschen und Messing oder Silber. Hier hat man allerdings Touristenpreise. Die können verhandelt werden, handeln wird aber nicht erwünscht. Außerhalb von Agadir lohnen sich folgende
Freizeitaktivitäten. Zum Beispiel der Besuch des Krokodil- und Kaktusgarten. Der Eintritt kostet 70 Dirham. Hier leben 300 Arten an Krokodilen, die in Marokko geschützt sind. Oder hier sieht man 120 verschiedene Kakteenarten, die wunderschön aneinandergereiht sind. Marokko ist eine Monarchie. Neben dem Königspalast und schräg gegenüber vom Amtsgericht befindet sich der Regierungsplatz. Von hier aus kann man Touren machen mit dem Kamel oder per Pferd in die Eukalyptuswälder hinter dem Fluss. 2 Stunden für 250 Dirham. Lohnenswert ist ebenfalls eine Jeep-Tour durch die Wüste. Der Tag kostet 400 Dirham. Mit inbegriffen in dieser Tour ist ein Besuch der ältesten Berberstadt von Marokko, der Silberstadt. Außerdem kann man ein traditionelles Essen gekocht in der Tagine genießen. Und wer das Kochen in einer Tagine mal ausprobieren möchte, der besucht im Anschluss eine traditionelle Tagine-Manufaktur. Die Amtssprache in Marokko ist Französisch. Die Einheimischen bemühen sich jedoch, Englisch zu sprechen und Informationen auf Englisch weiterzugeben. Jedoch manchmal muss manch empfohlenes Einkaufszentrum leider erst noch gebaut werden. Wenn du also laut Anweisung rechts oder links abbiegen sollst, mach's wie die Einheimischen. Geh einfach straight geradeaus. Und wenn man dann sein Ziel erreicht hat, kann man shoppen. Bei Marjane. Marjane ist ein Einkaufszentrum, das so ähnlich ist wie Walmart in den USA. Wenn du also dein Herz öffnen kannst für die Wüste am Meer, dann fahr nach Marokko.